Guten Morgen zusammen. Es ist kurz vor 6. Wir haben schon 9 Grad. Und es sollen heute bis zu 24 werden. Ich stehe hier in Balve bei der Schützenbruderschaft St. Sebastian Balve. Hier vor die in ihrer Behausung, nenne ich es mal, vor ihrem Vereinsheim. Und werde von hier aus eine kleine Radtour starten entlang der Hönne und was es da sonst noch so gibt. Es sind so ein paar Sachen unterwegs, die man gut zeigen kann, was mir persönlich auch zusagt. Wenn ihr da Lust zu habt, mit mir in den Sonnenaufgang zu radeln, dann bleibt einfach dran. Oh, hier als erstes mal ein kleiner Blick auf den Eingang der Balver Höhle. Wie ihr euch vorstellen könnt, ist hier morgens um 6 noch nichts los. Ansonsten gibt es hier so eine schöne Hinweistafel, Sauerlandhöhlen, mit der Heinrichshöhle. Ach, die ich übrigens doch noch gefunden habe. Ich hatte ja in dem letzten Video, glaube ich, gesagt, finde ich nicht, oder vorletzte Video. Ich habe sie noch gefunden, ist aber wegen Corona noch geschlossen. Also Heinrichshöhle bei Hema, die Deckenhöhle, Dächenhöhle bei Iserlohn, hier in Balve die Balverhöhle. Dann gibt es noch die Reckenhöhle, die ist auf dem Weg hierhin gewesen, Richtung Hema und Menden. Und die Bilsteinhöhle in Warstein. So schön, wie es hier aussieht, wie es duftet, wie es sich anhört mit den Vögeln. Es ist noch arschkalt, wenn man auf dem Rad so mit 15, 16 Sachen fährt. Man müsste echt noch Handschuhe anziehen, habe ich leider nicht mit. Aber so ein bisschen entschädigt das Licht der Sonne hier schon. Die strahlt eine gewisse Menge an Wärme schon ab, wenn man sich nicht bewegt. Ansonsten mein Atem gut zu sehen, denke ich. Hat man da das kleine Türmchen? Oh, Entschuldigung. Es liegt so ein bisschen oberhalb vom Radweg. Vielleicht auf dem Rückweg, dass ich da nochmal vorbeikomme. Aber ansonsten wollte ich es wenigstens jetzt einmal so im Bild haben, wenn ich nicht gerade niese und wackel. Hier ist ein altes Sägewerk, was auch noch in Betrieb ist. Und ich denke mal, dass hier durch den Bach zumindest früher auch die Sägen angetrieben wurden. Und was Schönes, hier sind überall so kleine Elefanten, ähnlich wie in Hamm. Teilweise auch gut angemalt oder witzig angemalt, finde ich. Hier geht es Richtung eines Trostwald. Das wird wahrscheinlich was Ähnliches sein wie ein Friedwald, aber ich finde den Titel Trostwald irgendwie gut. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob das hier dieses Schloss Bockum ist, aber was sicher ist, dass hier irgendwie so ein Reitturnier stattfindet oder stattgefunden hat, da hier jede Menge Pavillons und so weiter aufgebaut sind. Ich mache mal kurz einen Schwenk hier. Durch das Tor. Mal so ein Stück sieht und einmal hier in den Innenhof. Mit der kleinen Schleuse und ein Teil des Gebäudes. Hier steht es auch nochmal. Das war das Longness Balve Optimum. Und mit den ganzen Pavillons hier, das sieht schon sehr edel aus irgendwie. Und da auch nochmal ein Blick auf das Gebäude. Ich nehme an, dass das das Schloss ist. So, hier ist das erste Mal die Hönne zu sehen. Ein wilder, reißender Fluss hier. Hier ist bestimmt noch das ein oder andere schöne Eck von zu sehen geben gleich. Hier fließt die Hönne durch so ein kleines Eisenbahnviadukt, wie ihr gerade vielleicht den Zug noch sehen und hören konntet.
Da ist ein Fuchs, seht ihr den noch? Ah, der stand mitten auf der Wiese. Er war gerade da links im Bild noch mal zu sehen am Zaun. Schade. Aber die sind halt recht schreckhaft. Ich stehe jetzt zwar gerade hier an der Hauptverkehrsstraße, aber diese kleine Stufe dort wollte ich euch gerne auch zeigen. Und hier geht es wieder entlang von so einem Eisenbahnviadukt. Auf der gegenüberliegenden Seite ist auch so ein schönes Häuschen mit einem tollen Garten. Aber oberhalb die Bahnschienen und von zwei Seiten die Hauptverkehrsstraße hat halt alles immer seine Schattenseiten hier. Wie immer im Leben. Einmal gut, einmal schlecht. Aber ich stehe auf dieser alten Eisenbahnbrücke. Und hier rechts vor mir fließt die Hönne. Jetzt nur noch zu erahnen, aber die wird gleich schon mal wieder richtig zu sehen sein. Ansonsten führt der Weg hier mal durch Wälder, mal über Felder und auch an Hauptstraßen her. Da muss man an den Hauptstraßen ein bisschen mehr auf die Schilder achten. Die sind manchmal nicht auffindbar. Und dann muss man halt mal über eine Kreuzung und gucken, wo das nächste kommt. So wie hier diese Durchfahrt. Das meinte ich vorhin, man fährt hier in so ein Tünnelchen, wo oben schon diese Tropfsteinhöhlencharakter ist von dem ganzen Kalk und Aussalzung. Und dann geht es hier so ein bisschen dunkel und mystisch weiter. Das muss man doch mögen. Ansonsten geht es jetzt hier runter wieder Richtung Hönne. Und ach, da filme ich mal nicht weiter, da ist alles blau am Leuchten. Und so wie hier habe ich es am liebsten, der Weg direkt neben dem Wasserlauf. Hier auch schön zu sehen, diese alte Brücke, was auch als Kulturdenkmal hier ist. Und gegenüber das Haus, wo diese grünen Tafeln an den Fenstern sind. Ich denke mal, ihr erkennt es so ein bisschen, das ist eine alte Schmiede. Jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst, wo mein Weg hergeht. Ich muss mal kurz wenden. Wie immer bin ich mir zwischendurch nicht ganz sicher, ob ich noch auf einem Radweg oder ob ich jetzt auf dem Wanderweg bin. Auf jeden Fall geht es jetzt ins Naturschutzgebiet und die Hönne ist rechts immer noch zu sehen. Daher kann ich nicht ganz verkehrt sein. Aber schön ist es allemal. Mittlerweile ist es 7 Uhr. Vielleicht hört ihr die Kirchturmglocken läuten. Und es ist nicht mehr so kalt. Ich würde sagen, jetzt mittlerweile ist es nur noch frisch. Und hier so entlang von diesem moosbesetzten Stein hat auch was. Bevor es hier jetzt so richtig hoch geht, ist noch so ein kleiner Wasserlauf, der hier irgendwo von oberhalb kommt. Und das muss ich natürlich auch kurz filmen. Ja, hier ist gerade eine Frau mit ihrem Hund gegangen. Ich bin jetzt direkt neben den Bahnschienen hier auf einem Waldweg. Die sagte mir, die Strecke kann man auch nehmen, ist schöner als der Radweg, der oben lang führt. Aber es wäre wohl nicht die Hauptroute. Aber definitiv die schönere Route. Daher werde ich die jetzt fahren und vielleicht dann auf dem Rückweg die andere. Aber mal sehen. Ich bin auf jeden Fall immer noch weg von der Straße und das ist mir das Wichtigste. Und schön ist es hier allemal. Hier sind die ersten Felsen zu sehen. Das heißt, ich komme schon gut Richtung Hönnetal über diesen Waldweg. Wenn ihr nicht sicher seid auf dem Fahrrad und nicht mindestens vernünftig breite Reifen hat, würde ich diesen Weg nicht unbedingt empfehlen. Also da sind schon ein paar Passagen bei, die sehr eng sind. Der Weg sehr schmal, also nicht viel mehr als eine Reifenbreite. Und dann auch noch mit Steinen und Wurzeln so ein bisschen verblockt. Dann würde ich die Hauptroute nehmen. Allen anderen, denen sowas Spaß macht, kann ich den Weg definitiv empfehlen. So, jetzt standen gerade noch mal Schilder für die Wanderer. Dass es hier Richtung Naturschutzgebiet Hönnetal geht.
Daher werde ich hier auf diesem Wanderweg bleiben. Entschuldigt, dass es so wackelt, aber es ist halt ein recht unebener Untergrund hier. Ich glaube, hier steige ich jetzt auch mal ganz kurz ab und werde nicht um die Ecke fahren. Erstmal sieht man nicht, wo es hingeht, und ich weiß nicht, wie viel Platz ich da habe mit dem Kopf und mit dem Fahren. Ja, ist okay. Ist okay, würde gehen. Aber so ist ja auch schön. Ach, ich stehe auf solche Wege. Erkennt ihr das Schild? Ich bin wieder offiziell auf dem Radweg. Hier vereinen sich Wander- und Radweg wieder. Herrliche Kulisse dafür. Mittlerweile habe ich mein Halstuch und die Mütze ab und die dünne Daunenjacke leicht offen. Wahrscheinlich noch eine Stunde später und man könnte kurze Hose anziehen, habe ich natürlich heute nicht mitgenommen, weil ich mir dachte, das wird mal eine kurze, knappe Runde hier. Aber macht auch nichts. Lieber zu warm als zu kalt. Rein vom Gefühl her geht der Radweg in die falsche Richtung. Weil ich müsste eigentlich dorthin, fahre aber hierhin. Wenn das gleich nicht einen harten Schwenker macht, um über den Kamm hier zu kommen, werde ich noch mal ein Stück zurückfahren und eine andere Route probieren. So anstrengend, wie es jetzt hier rauf war, umso spaßiger wird es natürlich runter. Ich habe den höchsten Punkt erreicht. Und ja, das ist der offizielle Radweg. Aber auf dem Rückweg wäre das für mich der richtige und nicht jetzt. Das heißt, ich fahre jetzt nochmal runter und zwar erstmal Richtung Reckenhöhle, weil ab da auch wieder der offizielle Weg ist und da komme ich dann auch wieder in die andere Richtung. Ist jetzt nicht dramatisch, waren 20 Minuten bergauf. Und die Aussicht ist ja auch nicht so übel hier. Jetzt habe ich gerade einen Schrecken gekriegt. Da oben steht das identische Auto, was ich habe. Und davon gibt es echt nicht so viele. Also ich habe noch keinen gesehen in Silber, in Lang und Hoch. Und wenn dann auf einmal einer da steht, da denkt man sich schon, scheiße, geklaut. Hier geht es jetzt ein Stück an der Hauptstraße lang. Aber auf der Seite zum Beispiel ist der Bahnhof von Binolen zu sehen. Wenn ihr überhaupt irgendwas verstanden habt. Aber das ist so eine kleine Verbindung, die man hier in Kauf nehmen muss. Überall, wo man diese Stahlfangnetze da sieht, ich hoffe, ihr könnt die erkennen, ist eigentlich auch klar, dass oberhalb irgendwo Fels ist. Ich muss hier so ein bisschen Schlangenlinien fahren. Ist gerade recht ruppig wieder. Naja, auf jeden Fall sieht man dort oberhalb diesen Fels. Und davon gibt es hier so einige im Hönnetal. Ich finde, das hat ein bisschen was von Sächsische Schweiz in klein. Ich bin hier gerade mal so eine Böschung hoch, um euch da oben den Fels zu zeigen. Dann da das Viadukt und auch noch ein Eisenbahntunnel, der da reinführt. Hier zwischen den Hauptstraßen. Ist leider sehr laut. Kommt jetzt noch ein ganz tolles Stück mit den Felsen und auch dieses Haus, was ich eigentlich zeigen wollte, was oben auf dem Hügel ist. Aber ich will nicht daherfahren. Wie ihr seht, da bleibt im Grunde kein Platz. Ich versuch's noch mal irgendwie andersrum. Ich bin jetzt zwar auch auf einer Hauptstraße Richtung Eisborn, aber die ist weitaus nicht so stark befahren wie die gerade eben dort unten. Und ich hoffe, da das jetzt hier 2 Kilometer hoch geht, dass ich von da aus dann nochmal einen besseren Blick habe und euch auch das zeigen kann, was ich da im Vorbeifahren mit dem Auto mal gesehen habe. Wir sehen und hören uns oben.
Schaut mal hier auf dem Weg nach oben. Ist das nicht ein klasse Fels? Hier durch den Wald schimmert wieder so ein Türmchen. Aber aufgrund der Biegung der Straße komme ich da bestimmt noch vorbei. Hier ist das Türmchen, beziehungsweise die Türmchen. Doch nicht so schön, wie es durch den Wald aussah. Ist ein Betonwerk. Aber der alte Teil hier vorne hat trotzdem seinen Charme, finde ich. Sonst hätte man es wahrscheinlich auch nicht so erhalten. Vor mir liegt jetzt die Ortschaft Eisborn. Und ich möchte da oben hin. Aber so wie es aussieht, werde ich auch da meinen Blick nicht kriegen, da ich jetzt ungefähr 1 Kilometer lang an einem Steinbruch vorbeigefahren bin, wo alles eingezäunt ist und rundum auch noch so Grünstreifen, dass man nicht hinkommt. Dann wird das mit der Aussicht nichts. Zumindest nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber so wie es hier aussieht, muss auch Eisborn sich nicht verstecken. Auch einige schöne Gebäude. Und hinter diesem kleinen spitzen Türmchen kommt noch eine Kirche. Das war übrigens das alte Pfarrhaus. Und hier der versprochene Blick zur Kirche. Dort an der Laterne kommt mal wieder ein Hinweisschild für Wanderwege. Schaue ich doch mal, wo ich herfahre. Wenn ich schon keinen Ausblick habe, den ich will. So, ich habe jetzt hier nochmal mit einer Dame gesprochen, die hier wohnt. Und die sagte, wenn man hier hochfährt, geht es irgendwann rechts. Aber da gegenüber geht links ein Weg in den Wald. Und da gibt es einen Aussichtsturm. Vielleicht hätte man da die Aussicht. Nichts Genaues weiß man nicht, aber ich probiere es. Weil irgendwie will ich einfach diese Aussicht haben. Ich will. Ist das nicht ein herrlich leuchtendes Gelb? Aber was noch viel schöner ist, da ist der Turm. Das war bisher die anstrengendste Steigung der ganzen Touren hier. Das ist jetzt der Blick vom Aussichtsturm Eppberg. Ich mache erstmal eine kleine Runde. Ein angenehmes Lüftchen hier oben. Wir müssten jetzt so 8:29 haben. Es ist angenehm warm. Wenn die Steigungen nicht sind, ist mit dünnem Pullover und langer Hose auch okay. Aber in den Steigungen hätte ich am liebsten nur eben die kurze Hose und ein T-Shirt. Das hat es teilweise echt in sich hier. Ihr seht das ja. Also ich bin im Grunde, ja, man sieht das Tal hier gar nicht richtig. Das ist Hema. Dann da ist das Brockhausen, wo ich gestern war. Da hinten geht's rüber und ich meine, das hintere, da ungefähr, müsste Balve sein. Und jetzt bin ich halt hier über diesen Kamm gekommen, bis zu diesen Steinbrüchen und dann nochmal hier hoch. Naja, das Haus auf dem Felsen ist dort zwar zu sehen, aber auch nur das Dach und leider nicht der Fels. Das ist ärgerlich, aber es ist nun mal so. Und jetzt auf dem Bildschirm erkenne ich es gar nicht richtig, weil das hier so blendet mit dem Zoom. Naja. Ich habe alles gegeben, glaubt mir. Mehr war nicht möglich. Aber ich sag mal, diese Fernsicht hier entschädigt doch wohl so ziemlich für alles. Ich mache noch mal eine Runde. Um das hier echt genießen zu können. Ich glaube, hier werde ich auch erstmal ein bisschen pausieren. Einmal durchtrocknen. Und dann mal weiterschauen. Da sind noch 2 Wanderinnen mit ihren Hunden. Die pausieren auch erstmal hier. Herrlich. Wo ich jetzt gerade noch hier in diesem schönen, ruhigen Waldstück bin, wo man hier auf die anderen Wälder und Felder schauen kann, wollte ich noch sagen, dass ich jetzt da
gut, jetzt gerade eine halbe Stunde verquatscht habe mit den beiden Mädels. Das eine war eine Hundetrainerin und das andere waren zwei Hunde, die erst 6 und 7 Monate alt waren. Und da wurden so Kommandos beigebracht und ich war fasziniert, wie schnell das funktioniert, dass die dann auch bleiben, wo sie bleiben sollen. Feine Sache, wieder so einiges Interessantes erfahren. Ich fahre jetzt hier wieder Eisborn runter, Richtung Reckenhöhle erstmal. Das heißt, gute 4 Kilometer bergab. Dafür muss ich mir die Jacke wieder anziehen, weil der Fahrtwind doch immer noch recht frisch ist, habe ich festgestellt. Wie am Anfang versprochen, bin ich jetzt nochmal an diesem schönen Türmchen. Aber hier steht leider nichts weiter beschrieben, man kann auch nicht dran. Es ist mehr oder weniger zugewachsen, aber auch abgeschlossen. Wäre interessant zu wissen, was es ist oder wozu es mal diente. Vielleicht als Vorposten zu dem Schloss, was hier war. Ich weiß es nicht. Vielleicht weiß es zufällig einer von euch. Oft ist es ja so, dass nach Monaten dann irgendwo ein Kommentar kommt, hör mal Markus, das ist so und so. Würde mich auch hier freuen, wenn dem so wäre. Und dieser schnucklige Weg hier führt jetzt zum Ortskern Balve. Mal schauen, was uns da so erwartet. Der erste Blick, wenn man hier vom Radweg Balve reinkommt, geht für mich da oben zu dem Haus. Klasse gemacht. Hier auf der Ecke steht noch ein Fahrrad im Winterlook. Schön zugehäkelt. Auch in Balve selber gibt es hier etliche schöne Fachwerkhäuser der Straße entlang. Und natürlich eine mehr als imposante Kirche. Also das nenne ich mal ein Kuppeldach. Das Ganze hier gehört zur katholischen Kirchengemeinde St. Blasius. Also wirklich sehr imposant. Hier diese beiden Nebengebäude. Direkt angrenzend zur Kirche, ein kleiner Park, hier die Grabstätten und jetzt gleich gibt es noch mal einen Schwenk Richtung Kirchenseite. Also das ist hier im Sauerland die imposanteste Kirche, die ich bis jetzt gesehen habe. Hier Richtung Hallenbad ist ganz unten ein Schild zu sehen, Wohnmobile. Das schaue ich mir mal an. Naja, ich will jetzt nicht sagen, das ist ein traumhafter Stellplatz hier. Aber es ist kostenlos. Man hat sogar dort vorne, wenn es nicht gerade abgesperrt ist. Ja, bevor ich was Falsches sage, ich gucke gerade noch mal. Doch, man bekommt hier sogar Strom. Und Wasser. Jeweils 1 Euro kostet das dann. Finde ich völlig okay. Kann man mal machen. Und hier kommt man auf diesen Widukinplatz, wo auch das Rathaus ist. Mit diesem schönen Brunnen hier. Die Bank lädt ja ein, sich dahin zu lümmeln. Aber irgendwie ist mir das hier zu sehr auf dem Präsentierteller. Aber schön ist es trotzdem. Hier nochmal so ein schöner Brunnen, leider ohne Wasser. Aber trotzdem lohnt sich das, da mal hinzuschauen. Also ich weiß nicht, welcher Künstler hier für diese Brunnen zuständig war, aber der hat echt klasse Arbeit geleistet. Wer von Balve mal eine größere Tour starten will, das ist auch gut ausgeschildert hier. Zum Beispiel Richtung Vancouver, nur 7.907 Kilometer oder New York, 6.093. Was haben wir auf der Seite noch? Kapstadt, 9.535 Kilometer. Ist doch auch mal gut zu wissen. Und das alles neben dem Mammut. So, wie ihr sehen könnt, bin ich wieder an der Balver Höhle angekommen. Die Tour war toll. Ein paar mehr Schilder zwischendurch wäre schön. Radwegeschilder gibt es einige, leider kaum Radwege. Es wäre schön, wenn gerade im Hönnetal ein Radweg wäre,
damit man sich auch mal diese ganzen Schönheiten da, was Felsen und Flusslauf oder Bachlauf angeht, wirklich mal anschauen könnte. Mein Highlight bei der Tour war jetzt auf jeden Fall dieser Eppelbergturm oder Eppes. Ihr wisst es, ich habe es vorhin gesagt. Mit den Namen habe ich es ja nie so. Und der Wanderweg, den ich dann gefahren bin, anstelle des Radweges. Die Tour an sich, wie gesagt, schön. Waren jetzt 40 Kilometer insgesamt. Kann man gut fahren morgens. Und ich würde sagen, das war's. Macht's gut, euer Markus.